Jana! Jana, jetzt mach doch auf! Die spinnt doch. Das ist das einzige Geschenk vom Papa. Hättest halt selber zusammengeräumt. Was zusammenräumen? Du, Jana, wir wohnen hier. Ja, aber komisch. Ich schlafe seit einer Woche im Büro. Ich wach 130 Mal auf jede Nacht. Und du reagierst auf keinen Anruf. Das ist der absolute Horror, Jana. Sei froh. Mich heiraten wäre noch viel schlimmer gewesen. Zum Glück hast du die Hochzeit abgesagt. Ja, scheiße. Das war ein Riesenfehler, ich weiß schon. Aber weißt, ich hab gedacht, uns geht's um Liebe. Jana, ich bin nicht geschaffen für die Ehe. Aber ich liebe dich. Liebe ist kein Fetzenpapier. Spinnst du? Ja, jetzt geh weg. Sag mal, hörst du nicht? Sag mal. Hey! Wo ist er denn jetzt? Bist du da reingekommen? Fragst du dann? Ja, das bin ich. Und wer bist du? Xyno. Aha. Servus. Wo bist denn hier? Trofkanio. Ja, was? Trofkanio. Planet Trofkanio. Planet, aha. Zum Planet Minga kann ich dich mitnehmen, wenn dir das dabei gelangt. Ah, moin. Und, hast du gut geschlafen? Ja, bist du es jetzt schon gewohnt? Da ist er. Danke, geht's, Robert. Wer ist denn er? Wir haben es auf der Landsberger Straße aufgegriffen. Und mit dem werden wir uns erfreut haben. Den, wenn's was Fox, der rettet bloß in Hieroglyphen. Also, ich bereite erstmal meinen Kaffee. Und du? Magst du da was trinken? Wie heißt denn du? What's your name? Ehao, ja. Namisan Caprica. Aha. Hey, siehst du das? Da bleibst du! Ja, sag einmal, was ist denn da los? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, da kann ich draußen. Gott, das machst du mir nicht noch einmal. Solange ich da bin, ist das klar. Das gibt's nicht. Was ist denn los hier? Jetzt geh weiter, Butzi, komm. Jetzt geh weiter. Jana? Jana? Keine Polizei im Principe. Ich bin doch gar nicht drin. Gut schaust du aus. Ehrlich,
Schon klar. Männer sagen immer die Wahrheit, gell? Chana, das war jetzt nicht fair. Fair? Du frag einmal einen Bubi, was fair ist. Entschuldigung, das war jetzt blöd. Du, nur ein kleines Espresso. No. Bitte. Nein! Ist nicht für mich, ist für die Inge. Nein! Okay, Chana, du weißt ja gar nicht, wie die Brühe beim Metzger schmeckt. Das ist ein furchtbar grausliches Zeug. Ja, gut, sag mal. Brandstätte, hallo? Aschenbrenner, Polizeidienststelle 31. Frau Brandstätte, brauchst du ganz dringend auf dem Revier. Oh, na, da ist nichts zu machen. Die Mädels vom Büro geben mir einen Termin für Anfang nächster Woche, okay? Nein, Frau Brandstätte. Irgendwie müssen Sie es reinschauen. Ein Bub, 15, 16, total durch den Wind. Verhalten Sie auffällig, ist nur gut gesagt. Ah. Frau Brandstätte. Kommen Sie in der Mittagspause. Ich flehe Sie an. Ich koche Ihnen einen Kaffee. Rauchen dürfen Sie von mir aus auch. Entschuldigung. Mein Navi ist abgestürzt und mein Telefon ist tot. Ich suche den Gärtnerplatz. Da vorne rechts, die zweite wieder rechts und dann geradeaus drüber. Haben Sie geöffnet? Mach mal schaut's denn aus. David Hallström. Gianna Bertuzzi. Nicht Aschenbrenner. Hansi. Können Sie mir bitte für später einen Tisch freihalten? So um 8? Nee. Ich koch zur Zeit so beschissen, es kann keiner schießen. Das wird schon passen. Bis nachher. Und machen Sie sich keine Sorgen, ich mag alles. Heiß, scharf, süß. Sie können es gar nicht verkochen. Ich kann es aber wirklich nicht mehr. Weder süß noch scharf noch heiß. Jetzt noch einmal. Wie heißt du? Inge? Putzi? Und du? Xyno. Tusta, Ulastra. Schwamm! Wieso geht denn da keiner ans Telefon? Gibt's doch nicht! Hallo, Polizei? Ja, das ist ein anonymer Anruf wegen Alkohol im Straßenverkehr. Name Jakob Glavkovic, begleitet mit einer blauen Arbeitshose und so einem grün-rot gestreiften T-Shirt und einem grauen Blouson und, braune Sandalen und schwarze Socken. Unmöglich, wenn Sie mich fragen, aber auf mich hört er ja nicht. Ihren Namen und Ihre Anschrift brauchen wir trotzdem. Hallo, ich rufe da anonym an. In der nächsten halben Stunde erwischen Sie mit ungefähr 18 Promille. Ja, auf der Gehinger Straße. Am besten sperren Sie ihn gleich ein. Sind Sie die Ehefrau von dem Entschuldigten? Das ist doch jetzt völlig irrelevant. Ich rufe da anonym an, da hat man doch ein Recht auf eine anonyme Anzeige, oder? Wenn Sie Ihre Beziehungsprobleme bei uns abladen wollen, ja? Dann sind Sie aber da an der ganz falschen Adresse. Da, Ehefrauen, die sind nämlich alle nicht ganz dicht. Ja, sag mal, was ist denn los? Hast du wieder schlecht geschlafen? Du weißt was, du gehst jetzt heim und legst dich bei mir ein bisschen hin. Ha, gib den Schlüssel. Nix. Auf, kochen wir zwei Kannen Kaffee. Die Brandstätte vom Jugendamt fliegt gleich. Komm. Du, aber ramm aber bitte vorher deine Socken weg. Robert. So, schau her. Jetzt kriegst du was zum Trinken. Ja, also wir sind jetzt hier. Jo. Warte doch mal auf den betrunkenen Radfahrer, ne? Genau. Okay. Ja, genau. Ist der. Fällt was auf? Wir kriegen zurzeit echt nur die Scheiß-Jobs. Du, Gerd, du hast auch mal einen Einstellungstest für einen höheren Dienst gemacht, oder? Ja, das ist schon eine Weile her. Und warum hast du nicht weitergemacht? Das hat nicht geklappt. Hat nicht funktioniert. Ich gehe in höheren Dienst.
Geht's wieder? Alles klar? Alles klar. Bei mir war es Englisch. Bei mir wird schwimmen. Nach 20 Metern sauf ich ab. Das ist doch Quatsch, wirklich? Einen wunderschönen. Danke. Bleibt in die Brandstätte. Habe ich da was nicht mitgekriegt? Wieso? Die Jana ist eisenhart. Die lässt keinen Polizisten mehr rein. Ein Spatzl. Weißt du, was hat die Jana? Spatzl? Ein Neichenhut. Wieso Uli Spitzel? Ja, wenn ich das sag. Also Schmarrn. Das sind Business-Typen. Das gibt's doch gar nicht. Einen Porsche fährt er. Ein Cabriolet. Nigelnagelneu, vom Feinsten. Jana, die steht doch nicht auf Porsche. Aber auf so einen schon. An so einen Bergen habe ich gar noch nie gesehen. Ist ja auch. Uli? Hm? Verkehrregeln. An der Rosenheimer. Was ich? Chili oder was? Uli, du kannst doch nicht von der Jana und von irgendeinem Typen reden, wenn es der Bube hören könnte. Umzugskistenbox, die Jana. Das macht der Frau nicht einfach so. Du kennst mich aus, glaub mir was. Du kennst du die aus, du grober Klotz, du. Da hast du gestern Nacht aber was anderes gesagt. Sie auch. Ist dir wirklich wichtig? Ne? Du, ich wollte schon als kleines Mädchen Kriminalkommissarin werden. Gut, also wegen Schwimmen wirst du jetzt nicht durchfallen. Wenn ich es dir sage, ich schaffe keine 20 Meter und 1000 muss ich. Du, das ist alles eine reine Technik-Sache. Das kann man lernen. Machen wir einen Zillkader. Wir sind noch nie vorbeigekommen. Wer? Der Verkehrssünder. Ich habe keine Ahnung, von was ihr reden. Achtung, rhetorische Geschicklichkeit beim Dergang. Schönen guten Tag, Polizeimeister Fulding. Wir führen hier eine Verkehrskontrolle durch. Ich hätte gern Führerschein, Fahrzeugpapiere und öffnen Sie die Heckklappe bitte. Danke. Die habe ich angeschafft, die Verkehrskontrolle. Das ist ja völliger Quatsch. Eine Zivilperson kann ja keine Sie, das kann Ihnen völlig egal sein, was für eine Person das ich bin. Machen Sie einmal Ihren Job. Ich hätte gern erstmal Ihren Personalausweis. Danke. Ich bleibe jetzt da, bis Sie eingesackelt haben. Sonst lernt das nämlich nie. Um welche Person handelt es sich denn bitte? Ja, um den Hornox, den Besoffenen. Okay, Sie legen es wirklich auf eine Verwarnung an? Ich hock mir jetzt da rein. So. Mein Baby schafft da bloß nie einen Typen an. Thomas? Anklopfen. Das hab ich doch. Du, das mit dem Uli, ich wollte dir was erklären. Ihr seid alt genug und wenn der Dienst nicht drunter leidet, Mama, ich vergunste doch. Nein, der Dienst leidet nicht. Sag mal, wie lange willst du jetzt noch dahin schlafen? Ja. Hä? Vielleicht gehst du mal zur Jana und sagst ihr, dass es ein Fehler war. Das fix, Mama mischt dir nicht in jeden Furz von meinem Leben ein. Ja, entschuldige bitte. Ich will es auch nicht tun, aber was ist, wenn es eine Chance geben wird und wenn ich die nicht wahrnehme? Du, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ja? Danke. Ja, sie kommt. So, wo ist der Bub? Da hinten sitzt er. Sag's euch gleich, Zeit habe ich überhaupt keine. Gott, Frau Brandstätter. Tja, er heißt Xyno. Xyno? Mhm. Hallo, Xyno. Ich bin die Anneliese Brandstätter. Ich arbeite beim Jugendamt. Pass auf, ich will dir helfen. Hm?
Hast du Eltern? Wo wohnst du? Niu, Katrovka, Niu. Balakau, Tirasu. Xino, zeig mal, was du da in der Hand hast. Kautira. Kautirasu. Du star, Sola. Müssen wir aber doch in Gottes Namen finden, oder? Mei, so. Vielleicht häusliche Gewalt. Der Bub hat in jedem Fall was abgekriegt. Jetzt machen wir es ja so. Ich kenne eine wunderbare Jugendpsychologin. Die aktiviere auf jeden Fall mal als erst. Gewinn. Darin eine bessere Seite wird. Da! Das ist er! So kommt er jeden Tag heim von der Nachtschicht und am Sonntag um 3 Uhr nachmittags und dann flackt er den Rest vom Tag auf dem Sofa miteinander und ist zu nichts mehr zu gebrauchen und nie darf seine gestingerten Socken zusammenklauen. Oh, im Kreis. Grüß Gott, Verkehrskontrolle. Was ist das? Oh. Ja, servus, mein Engel. Da gibst mir Bussi, hä? Ja. Jetzt reicht's. Ja. So. Auf geht's. Der Tod ist brillant. Denkst, geht doch. Ah. So, bitte. Wie viel kriegt er? Was? Gefängnis, Knast, Verknacki. Nein, nein, nein. So geht das nicht. Wie meinen Sie das jetzt? 3-4 Punkte wieder kriegen. Ein Führerscheinentzug. Ja, was meinen Sie, warum der Radlfahrt aus Sportlichkeit? Eine MPU und eine Geldstrafe. Eine MPU und eine Geldstrafe? Mhm. Ja, heißt das, dass der da seinen Rausch ausschlaft und alles geht so weiter? Hä? Nix Knast! Na? Ja, aber ich hab so gehofft, dass der da mal endlich zur Vernunft kommt und Saufen aufhört! Haben Sie eine Ahnung, wie das ist? Jeden Tag? Hm. Hätte ihn bloß nicht geheiratet. Ich hab das einmal recherchiert, das ist eine ganz normale Solarfirma in der Staderbeckstraße. Mhm, ja, sehr gut. Vielleicht erkennt da jemand, dann fahren wir da hin. Was? Mir zwei? Nein, du. Wo ist denn jetzt der Burhi? Wo ist denn der? Frau Klofkowitsch, ich rufe Sie dann an, wenn Sie ihn abholen können. Danke. Thomas, der Bub ist weg. Okay, Fahndung. Taxi, Busfahrer, Krankenhäuser, Kinderheime. Das. Wiederschauen. Ja, Wiederschauen. Auf Wiederschauen, Frau. Also, das hat die Brandstättner beim Buben gefunden. Das ist eine Solarfirma in der Schnaderbergstraße. Okay, ruf da an, ob die den Buben gesehen haben. Mach heim. Gut. Ich soll mich da melden, ich bin von der Firma Tusta Solar. Ach, ja, super. Komm was rein. Mein Name ist Aschenbrenner. Das sind meine Kollegen, der Herr Müth und der Herr Dobner. Nächste Mal in Stuhl. Grüß Gott. So.
geht's denn? Wir suchen einen Buben, er hat seinen schwarzen Pulli an und seinen Aufkleber hat er dabei gehabt. Ja, genau, der Aufkleber. Wo ist jetzt der? Da. Hast du den Aufkleber? Schau's. Ja, das war der vom anderen Stern. Hä? Ja, den habe ich mitgenommen. Wie, den haben Sie mitgenommen? Ja. Ja, wann und haben Sie mit dem geredet? Ich meine, hat er mit Ihnen gesprochen? Verständlich. Ja, also der wollte zu irgendeinem Planeten. Und ich hab gesagt, ich fahr zum Planeten Minger, dann sind wir in die Stadt gefahren und dann ist er da auf der Landsberger ist er wieder ausgestiegen. Ach, Sie haben den auf der Landsberger Straße aussteigen lassen? Ja, wieso nicht? Wo haben Sie denn da aufgeklappt? Ja. An der Gilchinger Straße, ungefähr also einen Kilometer vom Deißenberger Landmaschinen. An der Gilchinger Straße? Ja. Also hier ist einmal rein gar nichts. Kannst du mal sagen, was so ein Bub da heraus macht? Nein. Komm, wir fahren noch mal ein bisschen herum. Vielleicht finden wir noch was. Schau dir das an. Hä? Das liegt da auch noch nicht lang herum. Tja. Vielleicht war ja der Bub in einen Unfall verwickelt. Hä? Mhm. Schau dir das mal an. Ja, Gott. Sag mal, machst du Sorgen um einen Bubi, hä? Könntest du nicht mal mit Thomas reden? Was, ich? Über was denn? Ja, weißt du, als Vaterersatz. Na, na, na. Dazu bin ich da gar nicht geeignet. Probierst du. Ja, servus, Jana. Du fällst mir. Du gehst. Ich bin Spaniker! Sie bin verdammt! Bright ahead, don't be cruel to
Don't be cruel. Do a heart that's true. Servus. Du, Ludwig. Habt ihr den Baum gefunden? Was? Nein, noch nicht. Wir glauben, dass er einen Unfall gehabt hat oder in einen Unfall verwickelt war. Das steht womöglich unter Schock. Die Inge sagt, das ist möglich. Ja, dann dann läuft es alle Krankenhäuser durch. Ja, die Inge ist schon dran. Gut. Und? Wie geht's dir jetzt? Ja. Okay. Also, wenn's einmal ist und du möchtest reden, jederzeit. Reden? Über was genau? Über die Sache. Über die Sache? Also. Also, wenn du einmal einen väterlichen Rat brauchst oder so, dann. Na, danke. Gern geschehen. Von anderen Sternen. Moment, es ist es vielleicht. Der hat sich das vielleicht alles ausgedacht, wer er ist, wo er herkommt. Irgendeine planetarische Mission. Eine was? Das ist doch logisch. Planeten. Planeten, verstehst? Gerd, jetzt hock dich hier und wusel nicht die ganze Zeit herum. Das macht einen ja ganz nervös. Ja, scheiße, sie hat die Mäuse melken, Mensch. Suchst du was? Ja, mein Walkie-Talkie, das lag vorhin noch am Tresen. Inge? Hm? Wo ist denn dein Funkgerät? Das geht aber schon gut, oder? Ja. Du weißt, ich habe mir als Kind manchmal auch solche Sachen ausgedacht. Was vielleicht denkt er, ist er Außerirdischer oder kann mit anderen Welten kommunizieren? Das ist mir bei dir früher gar nicht aufgefallen. Ja, das ist ja wurscht jetzt. Yuntum Suma Ayatri Kava. Kavam Sotrof Kaniu. Trof Kaniu Watamai. Trof Kaniu. Trof Kaniu Miatro. Das ist er. Was? Yon Tum Suma Ayatri. Ayatri Kavonata. Jetzt endlich los fragen, wo er ist. Und wo der Putzi ist. Wo der Putzi ist. Auf Klingonisch. Putzi. Wow, wow. Das ist ja da herin. Das muss ja irgendwo da herin sein. Jetzt sollte man bloß noch wissen, wo du hingehst. Ach, Gott sei Dank.
Du, ich glaube, ich hab da was. Eine Frau im Pasinger Krankenhaus. Ja, ich höre. Nee. Mensch, Bur. Danke. Sag einmal. Gut gemacht, Robert. Wirklich. Wahnsinn. Hockt ihr uns die ganze Zeit auf den Kopf rum? Hätte ich auch früher drauf kommen können. Naja, das passiert wohl öfters. Dass wir das, was offensichtlich ist, gern mal übersehen. Tja, wir zwar schauen, dass wir jetzt eine gescheite Brotzeit für dich kriegen. Muss doch schon halbert verhungert sein. Zum Putzi auch. Ich probier's ja. Aber die Jana will einfach nicht mit mir reden. Thomas, mit Reden wärst du jetzt auch nicht mehr weit kommen. Ich will sie nicht verlieren. Sie ist meine Frau. Verstehst du, Mama? Die Jana, die gehört zu mir. Ich weiß, Thomas. Keine Polizei im Prinzip. Ich bin privat hier. Was kochst du? Eine Lasagne? Das stinkt normale Lasagne. Das ist jetzt mein vierter Versuch. Kann immer kochen. Ist das. Ist das ein neues Rezept? Frau Klofkowitsch, ich hab da gesagt, ich ruf Sie an, wenn Sie ihn abholen können. Es ist so, Herr Aschenbrenner, das Leben dauert nicht ewig. Jeder Tag Zeit. Also, wo ist er? Jackie? Scheidung. Du Mausel, geh her. Ich geb dem netten Herrn Wachtmeister da einen 50er für dein Hotelzimmer. Sie haben mir sehr geholfen. Danke. Ja, gern geschehen. Eins, zwei, drei, vier. Wie viele Jahre warst du mit ihm benannt? Vier. Stimmt's? Eins, zwei, drei, vier. Und in diese vier Töpfe, da kochst du jetzt alles hinein, was dich ärgert. Deinen ganzen Frust, deine Wut, alles, was dich plagt, kochst du da rein. Hast du mich verstanden? Los, auf geht's. Bitte. Also, wir fahren jetzt ins Krankenhaus zu der schwer verletzten Frau. Vielleicht hat sie was mit dem Buben zu tun. Nimmst du den Buben mit? Ja. Thomas? Ich war bei der Jana. Und wie ist die Stimmung? Nein. Du, fahr mal die erste Leute im Krankenhaus. So. Bitte.
Hallo. Ciao. Ich habe reserviert. Was ich Ihnen anbieten kann, ist ein Menü des Hauses. Freischnauze. Das nehme ich. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils. Ich komm mir so blöd vor. Optisch wunderbar. Tatsächlich gibt's noch ein bisschen was zu verändern. Also, pass auf meine Hand auf. Geh mal gerade so drüber. Ah, I'm just so tired. To share my nights, I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. Nimm sie weg. Yeah. I'm another love, all my tears have been used up on another love. Wie schmeckt's? Entschuldige, darf ich mal? Das ist mir doch echt gut gelungen. Schmeckt sehr gut. Sehr gut. Wie hat's? Ein kleiner Leberriss, ein leichter Hirntrauma, nichts extrem Besorgniserregendes. Aber aufwacht ist heute im Moment noch nicht. Danke. Sag mal, wäre das jetzt für dich total außerirdisch, wenn wir zu mir fahren und uns aufs Kanapé setzen und ein bisschen Fernsehen schauen? Nein, das war total überirdisch. Willst du? Jana? Hey, das ist der beste Tag in meinem Leben. Weil ich uns kapiert hab. Ich konnte nicht verlieren. Ich bin gleich morgen früh los nach Las Vegas und. Ja, und heiraten. Nur mit zwei. Keine Familie. Kein Carlo, keine Mama,
Keine blöden Junggesellenabschiede. Nur mit zwei. Für den Rest von unserem Leben. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please let's forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Mensch, Janet, sag doch irgendwas. Ist alles okay? Dave, das ist Thomas. Thomas, David Hallström. Hallo. Ich lasse euch mal. Sagt Bescheid, wann das ist, okay? Aha. Verstehe ich das jetzt richtig? Das Wesentliche, Thomas, hast du leider nie verstanden.